Hallo, meine Lieben, ich bin's, eure Tina. Kommen wir mal zu einer Legung, wo ich gerne schauen möchte, was jetzt die gigantische Veränderung ist, die du jetzt nicht kommen siehst. Eine Überraschung, eine positive Veränderung, ja, natürlich eine positive Veränderung. Was ist die positive Veränderung, die du jetzt noch nicht sehen kannst? 10 der Schwerter wollte rausfallen, das heißt ein radikales Ende. Irgendetwas beendest du jetzt radikal. Eine schmerzhafte Phase, eine schwierige Phase, wo du sehr in deinen Gedanken warst, wo du dir viele Sorgen gemacht hast, viel Kummer erlebt hast, wirklich eine sehr herausfordernde Zeit. Unterm Kartendeck zeigt sich jetzt die 9 der Münzen, das ist die Unabhängigkeit. Du bist über was drüber hinweg. Du bist voll in deiner Kraft. Du hast alles, was du brauchst. Du bist mit dir und der Welt im Reinen. Du bist gut versorgt. Ja, du hast hier Hülle und Fülle für dich. Ja, das ist die typische Single-Karte. Du kannst im Grunde aus den Vollen schöpfen. Hast du hier etwas um dich herum gebaut, was dir Sicherheit, Geborgenheit gibt und wo du ja ein Gefühl, ein Glücksgefühl für dich hast, weil es dir einfach rundum pudelwohl geht, ja? Das sieht doch richtig gut aus. Ja, der Eremit, das könnte sein, dass du hier wirklich ein Single jetzt bist, dass du vielleicht etwas hinter dir gelassen hast, wie eine Partnerschaft oder ein Umfeld. Aber das tut dir gar nichts. Genießt dieses Alleinsein. Du bist hier gerne mit dir alleine und du findest hier sehr viel Inspiration aus dir selbst heraus. Du kannst dich selber gut versorgen und selber gut nähren. Du hast eine starke Intuition, ein starkes Gefühl, eine starke Verbindung zu dir, zu deiner inneren Wahrheit, deiner inneren Weisheit. Du wirst auch unglaublich gewachsen an dieser Sache, ne? Der Eremit, das ist so ein alter, weiser Gelehrter. Und diese Energie in dir zu fühlen und zu spüren und zu wissen, dass du dich immer auf dein Bauchgefühl auch verlassen kannst, dass es dich nicht trübt, dass es dich immer an den richtigen Ort bringt, ist einfach ein tolles Gefühl, ja. Ja, hier ist der Turm. Du bist vielleicht gerade auch arg noch in diesem Rückzug, in dieser Rückzugsenergie. Ansonsten steht hier auch eine starke Transformation gerade im Raum, dass du dich selber gerade neu erfindest, neue Seiten an dir entdeckst, dass du ein altes Sein abstreifst und hier mit den Schmetterlingen wirklich neu emporsteigst, also aus deinem Kokon herausschlüpfst. Super schön. Und da haben wir den König der Kelche. Das ist eine Karte, die entweder auf eine Person im Wasserzeichen hindeutet. Vielleicht kommt diese Person jetzt plötzlich in dein Leben. Könnte Fische, Krebs oder Skorpionenergie sein. Oder dass es einfach darum geht, dass du jetzt hier in deine emotionale Stabilität kommst. Ja? Also der hat schon einiges erlebt. Der ist auch sehr gut mit seinen Gefühlen, seinen Bedürfnissen und seiner Intuition verbunden und lässt sich aber dennoch nicht ja, in die Tiefen ziehen. Ja? Also der ist nicht so schwerfällig, sondern der nimmt das eben gefasst und behält hier trotzdem einen klaren Kopf und ist aber mit der Herzenskraft dabei, ne? Sehr mitfühlend, sehr verständnisvoll. Auch für sich selber hat man hier sehr viel Verständnis, wenn du das jetzt selber bist und deine Energie ist, in die du jetzt kommst, dass du sagst, ja Mensch, ich habe da echt schon einiges erlebt, aber du kannst das jetzt aus einer ganz anderen Position heraus wahrnehmen, ohne dass es dich niederzieht, ja. Du bist dem Ganzen quasi gewachsen. Sehr schön. Ich hätte gerne mal noch mehr Informationen darüber. Was ist denn hier die große Veränderung? Was ist hier dem vorausgegangen? Oder dürfen wir noch mehr über diesen Prozess erfahren, wo du da gerade stehst, was dir jetzt hier hilfreich sein könnte? Die 4 der Stäbe. Da gibt es sowas wie einen Meilenstein, den du hier erreichen kannst oder ein Umfeld, was sehr positiv für dich wirkt, etwas wie ein Freundeskreis oder ja, Familie, jemand, der da an deiner Seite ist, mit dem du in einem wunderschöne, leichte Zeit erleben kannst, ne, was dir Stabilität gibt, was dir einen Rahmen gibt, wo du so sein kannst, wie du bist. Unterm Kartendeck zeigt sich die Welt. Es scheint also wirklich ein Entwicklungszyklus hier jetzt bei dir zu Ende zu gehen. Du hast hier Grund zum Feiern, ausgelassen zu sein. Du kannst wirklich jetzt aus einer neuen Leichtigkeit heraus, ja, agieren. Die Welt ist auch ein neuer Freundeskreis vielleicht, der sich hier zeigt, oder Arbeitskreis.
einfach ein schönes Miteinander, wo man auf der gleichen Wellenlänge ist. Ja, du gehst hier quasi durch ein Tor oder bist durch ein Tor gegangen, hast etwas hinter dir gelassen und hier warten quasi auch, ja, das ist dir vorherbestimmt. Da warten auch Freunde auf dich oder Menschen, mit denen du auf einer Wellenlänge schwingst. Ja, also wenn du da noch gezweifelt hast oder immer noch zweifelst, geh durch dieses Tor, da warten ganz hervorragende Dinge auf dich. Du wirst hier auch immer mehr eine emotionale Distanz zu der Thematik hier oder zu dem Ort oder zu dem Menschen erfahren und wirst halt auch für dich erkennen, wo es lohnt, hier Energie reinzugeben und wo es keine, wo es sich einfach nicht mehr lohnt. Ja, wirst auch innerlich wieder in eine Balance kommen. Und das wahrscheinlich schneller, als du glaubst. Gucken wir mal, wo die Sache hingeht. Was dürfen wir denn da noch wissen? Was kommt denn jetzt als nächstes hier auf dich zu in dieser gigantischen Veränderung, was du jetzt vielleicht gerade momentan nicht siehst, was natürlich auch als Überraschung in dein Leben kommen könnte? Wir haben ja jetzt dann den Vollmond im Schützen. Das ist auch immer so eine Zeit. Der Schütze, der ist ja sehr optimistisch, aber eben auch sehr reiselustig. Der möchte immer gerne den Grund und den Sinn in einer Sache sehen. Der ist sehr abenteuerlustig und möchte auch die Dinge genau erforschen. Und wenn der seinen Pfeil und Bogen spannt, dann ja, braucht er immer so eine Phase, wo er sich neu ausrichtet. Vielleicht bist du hier dann auch jetzt in so einer Neuausrichtungsphase und du hast so das Gefühl, jetzt lebe ich mein Leben, jetzt genieße ich mein Leben und hast eine genaue Vorstellung von dem, was jetzt hier in deinem Leben passiert. Schauen wir mal, was denn jetzt die Überraschung ist, die jetzt hier reinkommt. Die Kraft. Die Kraft könnte auf einen Menschen im Sternzeichen im Löwe hindeuten oder dass es darum geht, hier auf der Bühne deines Lebens zu stehen, dich durchzusetzen, deine Strahlkraft zum Ausdruck zu bringen, mutig zu sein, auf dein Herz zu hören. Deine Herzenskraft ist hier vielleicht in irgendeiner Sache gefragt. Denn wir haben ja jetzt auch die kleine Reise von Venus und der Sonne und die könnten dir jetzt den Weg weisen, also dein Herz könnte dir deinen Weg weisen. Was dürfen wir über die Kraft hier noch wissen? Ach, ich mische hier so die ganze Zeit, ich brauche nur unter den Kartenstapel gucken. Ein neuer Weg, Page der Münzen, eine neue Gelegenheit, eine neue berufliche Gelegenheit, die sie dir zeigen könnte, die dir Stabilität bietet. Etwas, was vielleicht eine mystische Kraft, die in deinem Leben wirkt, die du gar nicht so richtig greifen kannst. Das könnte auch etwas sein, was du Neues lernst. Vielleicht lernst du auch, deine Kräfte einzuteilen. Und darunter haben wir, schau mal, das Ass der Münzen. Also aus diesem Page der Münzen könnte hier wirklich etwas ganz Gigantisches auf dich zukommen. Also das könnte etwas sein, was recht unscheinbar kommt, ne? Vielleicht jemand, der dir hier eine Idee bringt oder einen Gedanken, eine Botschaft, eine Mitteilung. Und dahinter verbirgt sich aber etwas viel, viel Größeres. Das ist hier der Jackpot, der hier auf dich wartet. Das könnte eine große Stabilität sein, finanzielle Stabilität, gesundheitliche Stabilität. Das sind materielle Dinge, die hier reinkommen. Das könnte wirklich der Hauptgewinn in deinem Leben sein. Wirklich stabile Finanzen, langfristig stabile Finanzen, die sich hier anzeigen könnten. Und mit dem Teufel könnte das eine Verbindung sein, die du hier vielleicht eingehst, ein Commitment, was man abgibt, wo du aber auch in gewisser Weise in der Pflicht stehst. Also der Teufel deutet nicht immer auf negative Dinge hin, er kann auch auf eine berufliche, hier auf das Berufliche hindeuten, ja, Beruf, Berufung. Aber im Allgemeinen ist er immer etwas, der einen auch an etwas bindet, ja. Also auch eine Beziehung ist im Grunde eine Verbindung, die man eingeht. Der Teufel deutet aber hier eher auf Dinge hin, die dir dann auch eine gewisse Stabilität bringen. Steinbock-Energie ist das, ne? Das ist so die Energie von Langfristigkeit, von Stabilität und auch Öffentlichkeit, gesellschaftliche Position. Also Einsatz ist ja auch erforderlich. Vielleicht hast du es ja auch noch mal mit Ego-Themen zu tun. Ich will es nicht ausschließen, dann nenne ich es dir halt, weil wir darunter auch die Acht der Schwerter haben. Das sind so die Gedanken, die sich hier zeigen. Das könnten überholte Glaubenssätze sein, mit denen du hier konfrontiert bist, wo du vielleicht das Gefühl hast,
Ich kann das nicht, ich weiß das nicht, ich weiß nicht, wie es geht oder das kann ich doch nicht machen. Ja, vielleicht hat dir auch immer jemand eingeredet, dass du das nicht machen solltest, an dein Gewissen appelliert oder was auch immer. Du bekommst ja aber mit dem Ritter der Kelche eine Support-Energie. Das ist eine heilsame Energie. Das könnte ein Mensch sein, der sagt, ich finde dich toll, ich finde es toll, was du machst. Komm, lass uns das mal angehen, lass uns mal drüber reden. Na, hier ist ein Picknick aufgebaut, da wartet auch eine Botschaft auf dich. Jemand, der dir hier ein Geschenk machen möchte, der möchte, dass es dir gut geht und dass du hier ja, einfach losmachst, dass du deinen Träumen folgst, deinen Herzen folgst. Oder du selber bist einfach der Mensch, der hier diese toxischen Gedankenmuster, die dich immer wieder in den Bann ziehen, das könnte natürlich auch mit dem Teufel sein, dass das zusammenhängt. Ne? Ich habe den Teufel jetzt mit dem Ast der Münzen zusammen gedeutet, aber in der Kombi kann das natürlich auch sein, dass es hier wirklich ungesunde Gedanken gibt, die du immer und immer wieder wiederholst und die dich einfach an einem falschen Ort halten, gedanklich, ja, dass du das hinter dir lassen darfst, heilen darfst. Und das könnte für dich der Durchbruch sein, dass du hier eine klare Entscheidung für dich triffst und deinem Herzen folgst. Denn der Page der Kelche sind auch die glücklichen Fügungen und auch diese Sehnsucht, die Träume, die man hat, denen man hier folgt. Hier haben wir das Glücksschwein, also etwas, was vom Herzen her genährt ist. Das kommt hier ganz stark durch mit der Kraft. Ja, du hast hier irgendetwas, was vom Herzen her genährt werden möchte. So, dann schauen wir mal, was die Orakelkarten uns darüber noch verraten. Hier haben wir die Monology-Karten. Ich hätte mal ganz gerne gewusst über die 10 der Schwerter, was genau denn hier jetzt ein radikales Ende nimmt. Dankeschön. Ach, guck mal, Neumond im Schützen, das Glück ist auf deiner Seite. Na, siehste, sag ich ja. Also, wir haben jetzt zwar einen Vollmond im Schützen, aber die Schütze-Energie hast du ja auf jeden Fall mit an Bord. Glück ist auf deiner Seite. Du kannst quasi dein Ziel gar nicht verfehlen. Neumond im Schützen, das ist so eine Initialenergie, ne? Und Schütze ist ja ein veränderliches Zeichen. Also, das heißt, dass es auch immer hier angezeigt ist, ja, auf Überraschungen vorbereitet zu sein, ja, dass hier glückliche Fügungen, Synchronizitäten reinkommen können. Und mit dem Neumond beginnt ja auch immer ein neuer Zyklus, ne? Wobei wir jetzt, wie gesagt, wir sind in der Vollmondenergie. Das ist jetzt eine Orakelkarte, die dir aber sagt, dass du hier vielleicht das Glück auf deiner Seite hast bezüglich einer Vollendung eines Projektes. Vollmond in der Waage, beide Seiten gewinnen. Vielleicht hast du es mit einer Waage zu tun, ja, könnte sein. Oder dass es darum geht, etwas in den Ausgleich zu bringen. Oder etwas ist dabei, in den Ausgleich zu kommen und damit ist die Sache beerdigt, beendet. Ja, das kann ja auch sein, dass ich das für dich als sehr glücklich empfinde, dass du das als großes Glück empfindest, weil jetzt etwas in den Ausgleich kommt. Waage-Energie könnte auf die Gerechtigkeit hindeuten, ja, das kann eine Gnade sein, die dir verfährt, eine Erkenntnis, die reinkommt oder ein Vertrag, der reinkommt, eine Beziehung, ein Mensch, eine harmonische Beziehung, eine Verbindung, die dir sehr gut tut, etwas, ne, die Waage-Energie bedeutet ja immer auf harmonische Beziehungen hin, wo man was ausgeglichen ist und mit dem Schützen könntest du hier vielleicht Dinge anversieren, die dazu führen, dass in dir etwas wieder in den Ausgleich kommt, in deinem Leben wieder in den Ausgleich kommt. Unterm Kartendeck haben wir den Neumond in der Jungfrau. Geben statt nehmen. Also auch deine Hingabe ist hier gefordert. Auch, dass man sich die Dinge nochmal gut durchdenkt, was denn die Quintessenz des Ganzen sein sollte. Ne? Was möchtest du? Was soll sich mehren? Was fühlt sich für dich noch gesund an und was nährt dich auch? Ja? Spannend. Neumond im Stier, Wohlstand in sich. Das hat in irgendeiner Weise hier mit Werten zu tun, dass die sich mehren könnten, geben statt nehmen, könnte halt darauf hindeuten, dass wenn du dich hingibst, dass du dann eben auch hier Wohlstand damit erntest. Sehr schön. Gucken wir mal, was sich hier mit den vier der Stäben anzeigt. Auf was deuten denn die vier der Stäbe? Hier gibt es Grund zum Feiern. Was ist der Grund zum Feiern? Vier der Stäbe. Ich hätte gerne mehr über die vier der Stäbe gewusst. Worum geht es hier bei dir mit den vier der Stäbe?
Kommunikation als Schlüssel, Neumond in den Zwillingen. Ja, also du hast ja vielleicht in irgendeiner Angelegenheit den ersten Schritt gemacht, du bist auf jemanden zugegangen, eine neue Phase der Kommunikation, vielleicht eine neue Aufgabe oder klärende Gespräche, die dazu geführt haben, dass jetzt klar ist, in welche Richtung das Ganze geht. Das kann natürlich alles sein, ne? Das kann WhatsApp sein, E-Mails sein, irgendetwas, womit man hier jetzt dann einen klaren Standpunkt hat, wo man weiß, okay, da stehen wir, und so geht's weiter. Und mit den vier der Stäben nehme ich hier so auch Vertragliches wahr, wo man sagt, ja, so machen wir das, wir gehen jetzt hier gemeinsam einen Weg. Und da gibt es eine Kommunikation oder gab es eine Kommunikation, die dem Ganzen vorausgegangen ist. Schauen wir mal, wo es hier hinführt mit der Kraft und dem Page der Münzen, was sich als Ass der Münzen herauskristallisiert. Da haben wir Anpassung ist gefragt, abnehmender Halbmond. Das ist interessant, denn Halbmond heißt ja im Grunde so, ja, auf der Hälfte der Strecke, ne? Vielleicht muss hier erst was losgelassen werden. Vielleicht muss hier erst was losgelassen werden, denn ein abnehmender Halbmond sagt, dass eine Energie kleiner wird, dass du dich vielleicht zurücknehmen darfst, dass du sanfter werden darfst. Denn die Kraft, ne, das ist so die Löwe-Energie, du hast die Wahl. Möchtest du, sag ich mal, brüllen, ja? Möchtest du dich hier durchsetzen in irgendeiner Angelegenheit? Oder möchtest du vielleicht mal einen anderen Weg wählen, an die Dinge heranzugehen? Auf was deutet denn hier, was muss denn hier angepasst werden? Was ist denn hier die Lernaufgabe mit dem Page der Münzen? Vielleicht musst du dich hier doch mehr zurücknehmen. Welche Anpassung ist hier gefragt? Zeit zu handeln, Neumond im Widder, das ist die Initialzündung, das ist der Hinweis darauf, dass jetzt hier ein neues Projekt beginnt, eine zündende Idee. Mit Widderenergie geht es immer um das erste Haus, da geht es um das Ich bin, ich bringe mich so und so zum Ausdruck und ich habe die und die Vorstellungen, die und die Bedürfnisse. Hier setzt du dich quasi für dich selber auch ein und musst halt, und eine gewisse Durchsetzungskraft ist hier vielleicht auch erforderlich, weil musst du dich, vielleicht musst du hier auch lernen, dich durchzusetzen gegenüber anderen oder in einer gewissen Thematik. Finde ich interessant, weil hier haben wir noch beide Seiten gewinnen. Das ist ja eher so dieses harmonische und Glück auf deiner Seite, ne? Scheinbar geht das aber raus. Das finde ich jetzt spannend. Und hier haben wir eher so eine kämpferische Energie. Hier ist Anpassung gefragt und eine gewisse kämpferische Energie. Was ist denn das Ass der Münzen? Es könnte ein Jobangebot sein, was sich so, wo aber Einsatz erforderlich ist. Meditiere und denk nach. Neumond in den Fischen. Hast du es mit dem Fischen noch zu tun oder gilt es hier darum, deine Träume zu verwirklichen? Vielleicht möchten die jetzt in die Materie kommen. Du sollst ja auf jeden Fall meditieren, du sollst handeln und du sollst irgendwas anpassen. Ich will mal in die Karte reinlesen. Anpassung ist gefragt. Vielleicht bekommen wir da noch einen wichtigen Hinweis für dich. Abnehmender Halbmond war das jetzt, ne? Abnehmender Halbmond, die Zahl 44. 44 deutet auch auf harte Arbeit hin, 2x4. So, möglicherweise ist dein Leben aus dem Gleichgewicht geraten und bereitet dir Schwierigkeiten. Vielleicht ist es an der Zeit, einen ganz neuen Plan auszubrüten. Etwas Neues und Aufregendes ist im Anzug. Vertrauen könnte erforderlich sein, um die Situation voranzubringen. Stell dir vor, du seist ein Gefäß, das in den zurückliegenden Wochen immer weiter angefüllt wurde. Manches von dem hinzugekommen mag wundervoll sein, doch ist auch eine große Menge Negativität dabei und von der musst du dich nun befreien. Also das gilt es loszulassen. Das, was dir Kraft raubt, das lässt du los. Was dir Kraft raubt, das lässt du hinter dir. Und du konzentrierst dich mehr auf die Dinge, die sich mehren sollen, ne? Page der Münzen. Und dazu gilt es hier, Neumond im Widder, vielleicht eine neue Taktik, also anders mit den Dingen umzugehen.
Das, genau, doch sind Veränderungen und Anpassungen erforderlich, damit du an dein Ziel gelangst. Ein Kurswechsel wird verlangt als Zeichen dafür, dass du jüngste Ereignisse verstanden und entsprechend gehandelt hast. Es könnte auch eine Krise anstehen, die dich daran erinnert, was du willst und wovon du dich befreien musst. Gib also gut Acht. Also diese Situation muss in irgendeiner Weise neu bewertet werden. So, dann haben wir hier Neumond im Widder. Da möchte ich gerne mal noch reinschauen. Ach so, hier. Die Flammen sind entfacht. Ein Neuanfang lockt und du bist auf dem richtigen Weg. Das sieht gut aus. Mit dem Page der Münzen wartet hier ein Neuanfang auf dich. Das ist die große, gigantische Veränderung. Falls du möchtest, dass etwas Bestimmtes in deinem Leben geschehen soll, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um dich auf die Umsetzung deines Traums einzustimmen. Hier, Fische-Energie. Gut möglich, dass du noch eine lange Strecke vor dir liegt. Genau, weil du bist hier erst am Anfang. Das ist ein Page. Danach kommt der Ritter und dann kommt erst der König, ne? Also die Königin und der König. Das ist hier wirklich ein neuer Weg, wo du ganz am Anfang stehst. Du solltest hier verschwende bloß keinen Gedanken daran aufzugeben. Genau, auch wenn du noch am Anfang stehst. Und hier steht noch, genau, Durchsetzungskraft, Entschlossenheit und Mut sind jetzt erforderlich, aber das heiße Feuer des Widders treibt dich dem Erfolg in die Arme, worauf du achten musst. Übereile nichts und behandle deine Mitmenschen gut, während du voranschreitest. Auf diese Weise erschaffst du dir besseres Karma. Karma-Punkte, denk dran. Also mach dir einen Plan für die nächsten 12 Monate und mach die Dinge quasi, also entscheide bodenständig, bleib bodenständig, mach die Dinge sicher, so dass du hier wirklich etwas langfristig aufbauen kannst, ja? Vielleicht musst du da, wie gesagt, auch noch mal ein paar Fähigkeiten lernen. Das finde ich ja sehr spannend. Dazu hätte ich doch gerne noch eine kleine Botschaft über eine Orakelkarte. Was ist jetzt wichtig für dich in dieser großartigen, gigantischen Veränderung für dich? Was ist jetzt wichtig für dich? Gott, die sind hier aber auch sowas von hibbelig, die Karten. Ganz, ganz ruhig. Wir bleiben ganz ruhig mit der Pferde. Eine wichtige Botschaft für dich in dieser großen Veränderung. Die Heilung. Oh, schau mal, Gula, die Heilung mit der Zahl 18. Das ist auch der Mond, ne? Fische-Energie, die sich hier wieder zeigt. Und die 52, die Stille. Komm also zur Ruhe. Komm zur Ruhe. Finde in der Stille die heilende Energie für dich und für deinen Weg, dass du hier zu Kräften kommst, dass du für dich erkennst, was dir hier Zeit und Geld und Raub und Energie geraubt hat. Dass du hier wirklich in eine neue Stabilität kommst. Vielleicht ist auch das Thema Stille, Meditation für dich wichtig bezüglich deiner beruflichen Thematik. Kriegen wir da noch mal ein paar Informationen? Das reicht mir irgendwie nicht. Ich bin jetzt so. Ich möchte gerne mal wissen, was denn hier dieser neue Weg ist. Wie zeigt er sich für dich? Page der Münzen. Was ist der neue Weg? Wie zeigt er sich bei dir in deinem Leben? Was oder wer ist der Page der Münzen? Für manch einen könnte das eine neue Person im Leben sein, vielleicht ein Widder, ja. Aber guck mal, da zeigt sich König der Kelche. Es hat irgendwas mit einem Herzensmenschen zu tun. Vielleicht zeigt sich hier tatsächlich ein neuer Mensch in deinem Leben, wo etwas Neues begonnen wird. Könnte eben auch ein Löwe sein, aber oder was es mit deinen Wünschen und Träumen zu tun hat. Worum geht es mit dem Page der Münzen noch? Starke Emotionen nehme ich hier wahr. Worum geht es mit dem Page der Münzen? Es könnte sein, dass du hier ein Angebot bekommst oder eine Möglichkeit aufgezeigt bekommst von einer Person, die du schon kennst. Denn wir haben die drei der Schwerter. Das deutet auf Enttäuschung hin. Und der Page der Münzen gibt jetzt aber hier ein in dieser Situation mit dem König der Kelche, wo es die Enttäuschungen gab, eine neue Richtung vor, eine neue Möglichkeit. Was ist der Page der Münzen? Und auch hier zeigt sich der Teufel. Das finde ich ja spannend. Das finde ich ja spannend. Also zum einen kann es sein, dass es hier mit den drei der Schwertern auch kreative Wege gibt,
Ich möchte mal die drei der Schwerter noch klären. Worum geht es mit den drei der Schwerter? Page der Stäbe, ein neuer Lebensabweg, wieder ein Pagen, etwas komplett Neues. Okay, dann sind das keine Enttäuschungen. Das sind hier kreative Wege, wie du hier einen neuen Weg beschreiten kannst. Ich hätte gerne mal noch mehr über den König der Kelche gewusst. Das könnte, wie gesagt, ein Wasserzeichen sein. Ja, und da zeigt sich der Mond oder was mit deinen Träumen zu tun hat. Was ist denn das mit dem Page der Stäbe auf die drei der Schwerter? Was zeigt sich hier für eine neue Idee? Es ist so etwas, was dich faszinieren könnte, was dich begeistern könnte. Vielleicht viele Projekte mit einmal. Und da haben wir die Mäßigkeit, dass du dich vielleicht entscheiden musst für einen dieser Gedanken und den aufnimmst. Du wirst vielleicht hier inspiriert oder Inspirationen bekommen, mehrere sogar. Und mit der Mäßigkeit darfst du aber für dich jetzt entscheiden, was tut mir gut, was entspricht auch meinen Bedürfnissen und meinen Wünschen, meinen Träumen, wo sehe ich mich, wo fühle ich mich. Gerne mal noch mehr gewusst über den Teufel. Und da haben wir die vier der Schwerter. Das ist eine Energie von Heilung, aber auch von darüber nachdenken. Vielleicht wäre das Ganze wieder mit einer Verbindung zu tun, mit einer Unfreiheit. Und du möchtest eigentlich frei sein. Und du musst darüber nachdenken. Du musst darüber nachdenken, dir über irgendwas klar werden. Meditiere und denke nach. Hier liegen die vier der Schwerter. Das ist so dieses, ich meditiere und ich denke darüber nach. Was spricht denn dafür? Egal, worum es jetzt geht, aber was spricht denn dafür? Um dir mal die Entscheidung leichter zu machen. Der Eremit. Du könntest für dich ganz alleine die Dinge handhaben. Ja, vielleicht bist du dann dein eigener Herr. Du hättest quasi keinen Vorgesetzten. Du bist im Grunde ein Vorgesetzter für dich selber. Du kannst so wirken, wie es dir obliegt. Ja, du kannst im Rückzug vielleicht bleiben. Der Eremit ist ja immer so jemand, der so hoch alleine in den Bergen lebt und den man aufsucht, um Rat und Tat von ihm zu erhalten. Also du musst auch nicht im Außen irgendwie präsent sein. Du musst dich da nicht zeigen, aber du darfst auch ruhig zu deinen Werten stehen. Und ich hätte gerne mal gewusst, was denn, das ist jetzt das, was das Gute wäre daran. Was wäre denn das Negative daran, warum wir hier auch den Teufel zu liegen haben? Die sieben der Münzen und die sieben der Stäbe. Ja, also eigentlich wolltest du das nicht. Ich sehe jemanden, der sich die sieben der Münzen anguckt und der sagt, das reicht mir nicht oder das ist nicht das, was ich eigentlich wollte. Ne, da ist man unzufrieden mit dem Ergebnis oder man ist auch mit dem, wie lange das dauert. Ne? Sieben der Münzen ist ja auch so eine Energie von langsamer Entwicklung. Und mit den sieben der Stäben ist so eine Energie von sich durchsetzen müssen, sich behaupten müssen, Einsatz zeigen, dass du hier vielleicht in irgendeiner Weise dich rechtfertigen musst, ja. Das ist eine schwierige Energie. Sima-Energie ist immer eine schwierige Energie, wo man ständig den Status quo hinterfragt, wo man ständig da schwingt immer so ein bisschen Unsicherheit mit. Ne? Du musst dich vielleicht hier erst behaupten, da ist auch deine Willenskraft gefordert. Also das könnte auch sein, dass du hier in irgendeiner Weise aus deiner Komfortzone kommen musst, dass du hier dich einbringen musst. Was wäre denn jetzt oder was kommt denn jetzt als hilfreicher Impuls rein? So, da haben wir
Das Ass der Stäbe. Ein großes Potenzial, eine große Chance, die sich hier zeigt. Das ist sehr schön. Das Ass der Stäbe deutet immer auf ein neues Leben, eine zündende Idee oder jemand, der um die Ecke kommt und sagt, hier kannst du haben, ein Angebot. Möchtest du das gerne annehmen? Möchtest du das gerne machen? Eine neue Tätigkeit könnte sich ja auch zeigen. Die Königin der Schwerter könnte eine Dame sein im Luftzeichen, Wassermann, Waage oder Zwillinge oder eine Person in dem Zeichen, die sagt, ja, also ich habe mir das jetzt hier überlegt, das ganze Tubavu hier, wir bringen jetzt mal hier Ordnung in den Laden hier, ich biete dir jetzt diese Chance an. Kannst du annehmen? Das ist das Positive hier. Okay, wo lege ich denn was hin? Ein neues Leben, ein neues Leben. Was ist denn das Ass der Stäbe? Wie zeigt sich denn das Ass der Stäbe in deinem Leben? Ein Neuanfang, ein absoluter Neuanfang, ein neuer Lebensabschnitt. Wie zeigt sich das Ass der Stäbe? In welchem Lebensbereich wirkt denn das Ass der Stäbe? Kriegen wir da mal noch eine Information zu. Worum geht es hier bei dir mit dem Ass der Stäbe? Die Liebenden. Das ist eine Partnerschaft, eine Seelenpartnerschaft oder etwas, was dir sehr viel Freude bereitet, wo du quasi aus deinem Herzen heraus etwas machen kannst, ein Herzensprojekt, etwas, was dir nahe liegt, ja. Auch eine Leidenschaft vielleicht, die hier gelebt werden möchte. Ich hätte gerne mal noch mehr gewusst, um welchen Lebensbereich geht es hier mit dem Ast der Stäbe und den Liebenden. Oh, was haben wir da? Wohlstand in sich, die hatten wir auch schon die Karte, ne? Das Ziel ist fast erreicht. Glaub an das Unmögliche und das Ende einer schweren Phase. Also es könnte tatsächlich hier um berufliche Dinge gehen. Wir haben hier mit dem Stier das Thema von Wohlstand, von das Leben genießen. Wir haben bei Steinbock-Energie. Also beide deuten immer auf Werte, auf Finanzen hin. Ne? Und glaub an das Unmögliche. Hier kommt jetzt eine Energie rein. Das ist so die Energie auch des Magiers. Unmögliches ist möglich. Und du hast das Ziel fast erreicht. Zunehmend Dreiviertelmond. Hier, du darfst jetzt nur noch mal etwas loslassen aus der Vergangenheit, was dich hier bremst, etwas, was dir Kraft und Energie raubt, was dir Verletzung gebracht hat. Das darfst du jetzt in die Heilung bringen und darfst dich jetzt mehr den Dingen widmen, die hier deinen Träumen und deinen Wünschen entsprechen. Ach, ich freue mich für dich. So, na, zum Schluss. Ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwas fehlt noch. Was ist es, was fehlt? Was fehlt hier noch? Nehmen wir noch eine Orakelkarte mit zu, und zwar die Karten hier von den Engel und Ahnen. Welche Botschaft haben denn die Engel und Ahnen für dich noch in dieser Situation, für deine große Veränderung? Was haben die Engel und Ahnen für dich, für deine große Veränderung? Oh, guck mal, Sommer. Der Sommer könnte für dich also jetzt sehr bedeutend sein. Bade in Freude und Licht. Und wir haben hier die kleine Biene drauf, eine Arbeitsbiene. Vielleicht ist das auch ein Zeichen, ne, mit dem Page der Münzen, das Neue aufzunehmen und da auch in sich dran zu arbeiten. Wir gucken mal, welche Botschaft der Sommer für dich hat. 142. Die lese ich dir mal noch vor. Das ist jetzt nicht so viel, aber soll scheinbar noch an dich rausgehen. 142. Stimmt. Erhebe dich, breite deine Flügel aus und leuchte. Bring deine Projekte und Pläne ans Tageslicht, in ihre Verwirklichung. Der Sommer ist von jeher eine Zeit der Freude, in der man auf Abenteuersuche geht und aus der man Ereignisse im Gedächtnis behält. Die Blumen stehen in voller Blüte, die Tiere genießen die Freiheit wilder Sommertage und Nächte und die Leute nehmen sich Urlaub, legen sich in die Sonne und fühlen wegen des Lichts und der Wärme eine gesteigerte Energie. Dies ist die ideale Gelegenheit, die Früchte deiner Arbeit zu genießen. Das Licht ist gekommen, um die Dunkelheit zu vertreiben. Damit geht auch Klarheit einher, sodass du genau weißt, wo du stehst und wie es für dich weitergeht. Engel und Ahnenführer ermuntern dich dazu, diesen Augenblick zu genießen und nicht gleich weiterzueilen, denn dies ist eine Zeit des Vergnügens, der Freude und der Erweiterung. Es ist sehr gut möglich, dass du jetzt mehr Energie hast als sonst, auch mehr Kreativität und Inspiration. Achte auf das, was zu dir kommt, denn es ist Inspiration unmittelbar vom Göttlichen.
Erscheint die Sommerkarte in einem Legesystem an der Zukunftsposition oder kommt sie als letzte in einem Reading? Genau das haben wir. Kann sie auch anzeigen, dass der nächste Sommer wichtige Energien in Bezug auf deine Frage oder deine Absichten hereinbringt? Also, das könnte sein, dass sich das hier noch ein bisschen hinzieht, dass du jetzt quasi gerade in dem Prozess steckst. Aber wir haben ja die Jupiter-Energie dabei. Etwas wird größer, etwas kommt mehr in den Einklang. Vielleicht kommen ja auch neue Beziehungen oder Partnerschaften auf dich zu. Wir haben hier auch das von Feiern, diese Kommunikation. Vielleicht solltest du mehr Leichtigkeit reinbringen, die Dinge spielerisch angehen und ja, vielleicht da mehr in den gesellschaftlichen, gemeinschaftlichen Gedanken mit reinbringen. Wie kann man sich hier gegenseitig unterstützen und gemeinsam Spaß an einer Sache haben? Also hier passieren großartige Dinge, die dir hier weitläufig oder für deine Zukunft ein gewisses Fundament bieten, eine Stabilität bieten. Und das freut mich ja sehr. Also sei gespannt, lass es mich wissen, um was es hier bei dir geht. Ich danke dir für deinen Support, für deinen Daumen hoch und für dein kostenfreies Abo, was du jederzeit kostenfrei hier lassen kannst. Die Mitgliedschaft findest du auf dem Button Mitglied werden. Da hast du die Extended Videos zur Verfügung für die Sternzeichenlegung, falls dich das interessiert. Und alles weitere in der Infobox, falls du eine persönliche Beratung brauchst, ja, irgendwie. Noch mehr von mir haben möchtest, schau gerne mal bei EloPage unter dem Link. Da findest du meine Angebote, die wechseln auch mal. Ich gebe die immer nur limitiert raus und insofern lohnt es sich da auch mal schnell zu sein. So, macht's gut, ich freue mich von dir zu hören. Bye, bye.